Jesus ist gestorben. 3 Tage später stand er von den Toten auf. War Jesus nur ein Mensch? Nein, Jesus war der allmächtige Gott. Rachel, du bist dran. Ich weiß. Los, Rachel, und triff dieses Mal. Jesus, ich flehe dich an. Lass diesen Wurf einen Treffer werden. Kugel, ich befehle dir im Namen Jesu, dass du gut triffst. Make a good hit. Gott hat mir gesagt, dass er an sie denkt. Er ist bei ihnen und möchte ihnen all seine Liebe geben. Er hat ganz besondere Pläne für ihr Leben und er möchte, dass sie ihm mit ihrem ganzen Herzen folgen. So, du hattest das Gefühl, Gott wollte, dass du hingehst. Ja, ich habe noch gewartet, um sicher zu sein. Bis dein Herz sicher war. Ja, und dann wusste ich, dass sie die Richtige war. Das hast du sehr gut gemacht, Rachel. Ich bin schon öfters von anderen aufgezogen worden. Aber was die Menschen sagen, ist egal. Gottes Wort zählt. Ihr denkt, ich bin seltsam. Egal. Denn ihr werdet nicht entscheiden, ob ich eines Tages in die Hölle oder in den Himmel komme. Es kommt nur darauf an, was er von mir hält und nicht, was ihr von mir haltet. Das ist mein Lieblingsteil. Meine Lieblingsmusik ist christlicher Heavy Metal und Rock'n'Roll. Die Lieder handeln von Jesus, auch wenn der Name Jesus nicht immer drin vorkommt. Aber sie haben alle eine christliche Grundlage und haben mit Jesus zu tun. Victoria? Ja? Kannst du bitte in 5 Minuten fertig sein? Wir wollen essen. Wenn ich tanze, muss ich darauf achten, dass ich es für Gott mache. Denn die Menschen merken, wenn ich nur mit dem Körper tanze. Manchmal tanze ich so und ich muss zugeben, dass ich da wirklich noch an mir arbeiten muss. Aber ich bin nicht die Einzige, der das passiert. Auch andere machen diesen Fehler schon mal. Lasst uns jetzt den Treueschwur leisten, wo wir alle zusammen sind. Jenny, Christian, steht bitte auf. Will you stand up, please? Okay. I pledge allegiance to the Christian flag, to whose Savior, to whose kingdom it stands. One brotherhood, uniting all Christians in unity and in love. Die Hand auf die Bibel. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. Very good, everybody. I look at it. Wir betrachten unsere Kinder als Leihgabe Gottes. Wir werden uns vor Gott für die Erziehung unserer Kinder verantworten müssen. Gott, du hast mir diese Tochter gegeben. Wie soll ich sie erziehen? Was soll ich tun? Ich bringe sie dorthin, wo sie die wichtigen Dinge lernen kann. Zu Predigerin Becky ins Camp, zur Pastorin Carol. Aber vor allem, sagt Gott, muss ich ihren Charakter ausbilden.
Tori. Okay, let's go get your... Pack jetzt deine Sachen fürs Camp, Tori. So, anywho, yep. Getting all ready for camp. Okay. Tori, we need to get out your... Nimm deinen Schlafsack. Du brauchst eine Bibel, einen Stift, ein Heft, Taschenlampe und deine ganzen Sachen fürs Tanzen. Right. All right, did you find the leotard? Hast du deinen Trainingsanzug gefunden? Ja, check in there. Lasst uns durch die Reihen gehen und den Segen über die Stühle sprechen. In Jesu Namen erbitten wir den Segen für alle Menschen, die diese Woche hier sitzen werden. Ich bete für die Geräte, erbitte den Segen für die PowerPoint-Präsentation, für die Videoprojektoren. Teufel, wir wissen, was du bei solchen Treffen gerne tust. Und wir sagen dir, im Namen Jesu, du wirst uns nicht hindern, unsere Botschaft zu predigen. Im Namen des allmächtigen Gottes bitten wir dich, lass dieses Camp zu einem entscheidenden Erlebnis für die Kinder werden. Lass Jesu Namen gepriesen werden. Großen Applaus für alle. Ihr habt es geschafft. Diese Woche werden wir darüber reden, welche Taktik der Teufel verfolgt, um unsere Leben zu zerstören. Erst einmal versucht er euch mit der Sünde zu locken. Als Kind findet man die Sünde nicht weiter schlimm. Aber damit fängt alles an. Zu Beginn sieht die Sünde ganz niedlich und kuschelig aus. Aber die Sünde wird euch zerstören. Und wenn man dieses kleine Tierchen lange genug füttert, wird es immer größer, bis ein großer Tiger aus dem kleinen Tierchen geworden ist und der nicht mehr ein- noch aus ist. Am Anfang sieht alles ganz unschuldig aus, aber am Ende hat die Sünde euer Leben im Griff. Der Teufel nimmt sich die Kinder vor. Sie können sich noch nicht wehren. Deshalb wollen wir euch helfen. Wir wollen euch warnen. Und wo wir schon dabei sind,